In unserer Serie Logporträts schauen wir uns heute die 01100 oder wie sie auch oft genannt wird 01200-4 mal genauer an. Diese Dampflok gehört zu den bekannteren Museumsmaschinen in Deutschland. Wir sehen die Dampflok als erstes am 4. Oktober 2005 bei der Ausfahrt aus dem Bahnhof Wörth in Richtung Karlsruhe. Die Maschine ist hier im Rahmen des Rheinland-Pfalz-Plandampfes im Oktober 2005 unterwegs. Die 01100 wurde im Jahre 1940 von der Berliner Maschinenbau-Aktiengesellschaft, vormals Schwarzkopf, mit der Fabriknummer 11356 gebaut. Die Inbetriebnahme durch die Deutsche Reichsbahn erfolgte am 22. Juli 1940. Das erste Einsatzbahnbetriebswerk war bis zum 19. Dezember 1942 München. Von dort aus ging es bis Mai 1944 nach Nürnberg und dann weiter bis zum 14. Oktober 1944 nach Göttingen. An diesem Tag wurde sie dort zettgestellt und erst am 30. Juni 1949 im Bahnbetriebswerk Kassel wieder in Betrieb genommen. Der Eilzug verlässt jetzt den Bahnhof Landau in der Pfalz in Richtung Karlsruhe. Wir wechseln jetzt nach Hamburg zu den Nikolausfahrten am 2. Dezember 2006 über Neumünster nach Lübeck. Die Lok rollt gerade durch den S-Bahnhof Holstenstraße in Richtung Dammtor. Dem Bahnbetriebswerk Kassel diente die 01100 vom 30. Juni 1949 bis zum 1. Mai 1957, ehe die Maschine dem Bahnbetriebswerk Bebra zugewiesen wurde. Allerdings wechselte die Lok am 4. Oktober 1961 wieder zurück nach Kassel und schon 8 Monate später nochmals zurück nach Bebra. Erst am 30. September 1962 wurde die Lok für 4,5 Jahre im Bahnbetriebswerk Kassel heimisch. Als ab 1946 auf der Bahnstrecke Hamburg-Altona-Westerland die Lokomotiven der Baureihe 03 gegen die 0110 ausgetauscht wurden, war auch die 01100 dabei. Vor der ersten Reisewelle im Jahre 1967 wurde die Maschine am 1. April in das Bahnbetriebswerk Hamburg-Altona umbeheimatet. Der Nikolauszug verlässt jetzt den Hamburger Hauptbahnhof in Richtung Süden über die Oberhafenbrücke. Vier Jahre lang war die Lok mit den schweren Schnellzügen auf der Marschbahn nach Sylt unterwegs. Ein letztes Mal wechselte die 012 am 11. September 1971 die Heimatdienststelle. Sie wurde in das 0110er Auslaufbahnbetriebswerk nach Rheine umbeheimatet. Das vorläufige Karriereende ereilte die 01200-4 am 1. Juni 1975. Zu diesem Datum wurde die Schnellzuglok Z gestellt und am 26. Juni desselben Jahres erfolgte auch ihre endgültige Ausmusterung. Zum Ende März 1976 trat die Lok ihre Reise zum Schrotthändler Joost in Mülheim an der Ruhr an. Dieser hat die Lok allerdings nicht verschrottet, sondern aufbewahrt.
Bei den Vorbereitungen für das 150-jährige Jubiläum der Deutschen Eisenbahn erinnerte man sich an die Schnellzugdampflok 01-1100 und überführte sie am 16. Januar 1983 in das Ausbesserungswerk Offenburg. Dort wurde die 01-1100 betriebsfähig aufgearbeitet und am 17. März 1985 fand die erste Probefahrt der Lok durch das Kitzigtal statt. Seit dieser Zeit wurde sie von Nürnberg aus im Dampfzugprogramm der Deutschen Bundesbahn vor Sonderzügen eingesetzt. Aufgrund von abgelaufenen Fristen der Lok endeten diese Fahrten 1996. Wir schauen uns jetzt eine Sonderfahrt am 7. November 2004 an. Die 012-100-4 ist soeben durch den Bahnhof Hamburg-Dammtor gerollt und macht sich jetzt auf den Weg nach Bruchhausen-Vilsen zur dortigen Museumseisenbahn. In Zusammenarbeit mit den Rendsburger Eisenbahnfreunden erhielt die Lok 1999 eine Hauptuntersuchung in Meiningen. Die Maschine wurde ab Mai 1999 unter der Regie der Rendsburger Eisenbahnfreunde von Neumünster aus eingesetzt. Im Jahre 2004 stellte sich bei einer weiteren Hauptuntersuchung raus, dass ein neuer Kessel hergestellt werden musste. Leider kam die Lok trotz durchgeführter Hauptuntersuchung nach dem Kesselneubau nicht wieder richtig in Betrieb, denn das DB Museum als Eigentümer der Lok und die Rendsburger Eisenbahnfreunde Neumünster als Besitzer begannen einen Streit, in dessen Zuge der Weiterbetrieb der 012-100-4 untersagt wurde. Die bisher letzte Sonderfahrt war am 2. Dezember 2006 die Nikolausfahrt von Hamburg nach Lübeck. Am 15. Oktober 2011 wurde die Dampflok schließlich an die Eisenbahnfreunde in Oberhausen übergeben. Diese sind aktuell dabei, 012-100-4 wieder in Betrieb zu nehmen. Wir wechseln wieder einmal die Veranstaltung. Am 4. Dezember 2005 ist die 01-1100 auf der Strecke von Buchholz in der Nordheide nach Soltau unterwegs. Der Zug verlässt gerade den am Wochenende aufgelassenen Bahnhof Handelow. Die 01-1100 hat im Laufe der Zeit so einige Umbauten miterleben müssen. Ursprünglich ist die Lok mit einer Stromlinienverkleidung ausgeliefert worden. Nach dem Krieg wurde diese entfernt. Des Weiteren hat die Lok zum Anfang einen nicht alterungsbeständigen Kessel erhalten. Am 13. Juli 1956 bekam sie zusammen mit einer Ölhauptfeuerung bei Henschel einen neuen eingebaut. Von den 55 gebauten Maschinen wurden ab 1957 weitere 34 Lokomotiven auf Ölhauptfeuerung umgebaut. 1968 erhielten die kohlegefeuerten Lokomotiven bei der Umstellung auf das EDV-Nummernsystem die Baureihenbezeichnung 011, die ölgefeuerten Lokomotiven die Nummer 012. Somit wurde aus der 01-1100 die 012-100-4.
Zum Ende dieser Dokumentation erleben wir die 012-100-4 bei der Ausfahrt aus dem Bahnhof Hamburg-Harburg in Richtung Hamburg Hauptbahnhof. Mit der Information, dass von den 55 gebauten Maschinen heute noch insgesamt 10 Dampfloks erhalten sind, wollen wir unser Lokporträt beenden. Von diesen 10 erhaltenen Maschinen sind im Jahre 2014 noch 2 betriebsfähig, die 011066 in Deutschland und die 011075 in den Niederlanden. Des Weiteren befinden sich aktuell 3 011er in der betriebsfähigen Aufarbeitung. Eine davon ist auch wieder die 011100.